Hallo liebe Zoofreunde, heute aus dem Vogelhaus bei einem meiner Lieblingstiere, und zwar unseren Textor oder auch Dorfwebern. Wir haben davon 21 Stück. Das ist ein extrem anpassungsfähiger Vogel aus Afrika. Der heißt nicht umsonst Dorfweber, weil er eben auch dort in die Dörfer reingeht und als Kulturfolger überall dort ist, wo er was zu fressen findet. Fressen tun sie in erster Linie Sämereien, aber auch Kräuter und zur Jungtieraufzucht natürlich Insekten. Das kriegen sie bei uns auch, sehr in vielen verschiedenen Formen, ganz viele verschiedene Insekten. Die kriegen noch einen speziellen Hirsemix, kriegen Grünfutter im Sommer, damit sie, das hier alles funktioniert. Dann heißen sie nicht umsonst Webervögel. Wir suchen nachher nochmal ein Nest, was wir uns genauer angucken. Die Männchen weben nämlich eine Kammer mit einem Schlauch, der nach unten zeigt. Und das machen sie ziemlich häufig, weil die Weibchen haben die Angewohnheit, wenn ihnen ein Nest nicht gefällt, dann machen sie es einfach kaputt und das Männchen kann von vorne anfangen. Damit das Männchen oder das Männchen das Weibchen aufmerksam macht auf das Nest, hängt es sich unten an den Eingang und wackelt ganz doll mit den Flügeln. Männchen kann man auch recht leicht unterscheiden. Die sind knapp 17 cm groß und zur Balzzeit gelb mit schwarzen Streifen und einem komplett schwarzen Kopf. Weibchen hingegen sind eher olivgrün und haben auch die schwarzen Streifen. In der Natur werden die Webervögel ungefähr um die 10 Jahre alt, das ist dann schon recht alt. Im Zoo ist der älteste bekannte Vogel 24 Jahre alt geworden. Also auch da wieder ein beeindruckender Unterschied. In der Regel legt das Weibchen in diese Kugelnester oder in diese hängenden Nester 3 Eier. Sie brütet alleine und sie kümmert sich auch alleine um die Aufzucht. Das Männchen ist nur dafür da, das Haus zu bauen, das Haus instand zu halten, beziehungsweise das Nest instand zu halten und das Nest zu bewachen. Dabei ist er allerdings ein bisschen flexibel, weil er baut dann halt, wenn sich ein Weibchen in sein Nest gesetzt hat, baut er daneben noch das nächste und versucht auch da die nächste reinzulocken, sodass er bis zu 5 Bruten parallel laufen lassen kann. Wenn ihr vor der Anlage der Webervögel steht, dann kann man immer wieder Ausschau halten. Da hinten sieht man schon ein fast fertiges Nest und auch überall an den Ästen sind es Ansätze, wo sie versuchen aus Holzwolle, Gräsern oder anderen Materialien, alles was sie finden, versuchen ihre Nester zu knoten. Das geht so los, nehmen sie einfach 2, 3 Gräser um einen Ast weben und enden dann halt hinten in so einem tollen Nest, was dann eben benutzt wird, wo hier in dem Falle sogar mehrere Äste zusammengewoben wurden, was halt auch wieder den Namen Webervögel wunderbar erklärt. Da unten hängt sich dann das Männchen ran, wackelt wie gesagt mit den Flügeln oder schwingt mit den Flügeln, wartet bis das Weibchen kommt. Das Weibchen inspiziert alles, wenn es ihr gefällt, zieht sie ein. Das Weibchen ist für den Innenausbau zuständig, das heißt, die polstern innen drin alles so aus, wie sie es wollen. Wenn es ihr nicht gefällt, macht sie es kaputt und das Männchen darf von vorne anfangen. So, ich würde sagen, das reicht zu unseren Webervögeln. Vielen Dank, bis nächste Woche und bis bald im Zoo.